Unser heutiges Thema ist Trumpf und die Körperhaltung. Trumpf ist deswegen so wichtig, weil er das Zentrum, die Basis für unseren Körper darstellt. Wir versuchen heute, die Körperhaltung zu optimieren, indem wir unsere Abschnitte unserer Wirbelsäule gut einordnen. Man kann die Wirbelsäule in den Beckenring und die Lendenwirbelsäule, die Brustwirbelsäule und in die Halswirbelsäule und den Kopf einteilen. Wie bei einem Turm aus Bauchklötzen sollen diese Abschnitte schön übereinander eingeordnet sein. Wenn der Turm schief aufgebaut wird, wird der Turm zusammenbrechen. In unserem Fall, wenn die Körperhaltung nicht optimal übereinander eingerichtet ist, muss die Muskulatur viel Haltearbeit leisten und kann überlastet werden und schmerzhaft sein. Wir versuchen nun, unsere Abschnitte übereinander einzuordnen. Wir beginnen mit dem Becken. Wir legen die Hände auf den Beckenkamm und versuchen, das Becken nach hinten und nach vorne zu kippen. Wie wenn wir eine Schüssel nach vorne und nach hinten ausleeren würden. Und wir suchen uns eine aufgerichtete Position, aber nicht ganz im Hohlkreuz, in der Überstreckung. Als nächstes werden wir die Brustwirbelsäule bewegen. Die Punkte der Bauchnabel und das untere Ende vom Brustbein sollen sich annähern und wieder voneinander entfernen, ohne dass sich die Lendenwirbelsäule mitbewegt. Auch hier nehmen wir eine aufgerichtete Position ein, aber nicht ganz in der Streckung. Und wir ordnen die Brustwirbelsäule über der Lendenwirbelsäule ein. Das gleiche Prinzip versuchen wir mit dem Kopf. Im Alltag steht der Kopf meist etwas vor allem in der Büroarbeit. Wir versuchen nun, den Kopf wie eine Schublade zuzumachen und wieder aufzumachen. Vor allem beim Zumachen mit einem leichten Doppelkinn, sodass der Kopf nicht nach oben schaut. Die Augen müssen immer gerade nach vorne gerichtet sein. Auch hier suchen wir uns wieder eine Position, in der der Nacken gerade ist und nicht überstrecken muss, und ordnen den Kopf wieder über der Schulter, sprich über der Brust und der Lendenwirbelsäule ein. Diese Position versuchen wir mehrere Sekunden zu halten. Wenn es zu anstrengend wird, kurz wieder lösen, auslockern, und dann nehmen wir diese Position erneut ein.